Hallöchen und willkommen zurück zu Loop Hero. Wir spielen den Krieger im zweiten Akt. Rüsten ihn natürlich gleich mal mit unserem Equip aus. Und sind ein bisschen tankiger als der Schurke, der es noch war. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Holz ist nicht verkehrt, wenn wir den Friedhof bauen wollen. Der Ring gibt Angriffstempo, dankeschön. Wir brauchen insgesamt 3 Holzscheite. Hey, ein Dorf. Packen wir hier hin. Schatzkammer. Okay. Ich werde versuchen, Schatzkammern zu horten. Ich werde versuchen, den Gipfel mit nur Steinen zu spielen, ohne hier den Berg zu benutzen. Und wir gehen auf Vampirismus. Danke. Okay, noch ein Chrono. Dann versuchen wir jetzt mal hier mit den Felsen einen. Aber das ist eigentlich egal. Ich gucke es gerade, wo. Oben links wäre es gegangen. Nee, komm, dann machen wir hier einen Berggipfel. Oder versuchen es zumindest, das hinzukriegen. Ist ja keinesfalls garantiert. Ja, wir haben was zum Vergessen. Nice. Ja, mit ihm ist es echt ein bisschen angenehmer gerade. Soll ich hier extra viele Geister? Nee, wir machen das hier hin. Das mit den Geistern gefällt mir eigentlich nicht so ganz. Aber Schatztruhen hätte ich schon gerne. Ach, schon wieder einer. Das bringt hier auf der Seite eigentlich nicht viel. Hier schon eher. Okay. Dann hätten wir hier einen Bluthain. Wenn wir dann rechts noch daneben einsetzen können, dann ist hier alles damit gecovert. Sehr schnieke. Das gefällt mir. Halt, das Ding ist schlechter. Also, der Dude spielt sich ein bisschen stressfreier, finde ich. Alter, wie viele Chronokristalle denn noch? Vielleicht lasse ich die dann auf der Hand demnächst. Könnte schon mal mit ein paar Bergen hier anfangen. Oh halt, was machst du denn Schönes? Regeneration, yo, hey! Und wir bluten. 2-5 Blutung oder 2 Sekunden Blutung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wir brauchen langsam mal eine neue Waffe, bitte. Droppst du eine, kleiner hübscher Skelettmann? Oh, danke, hey. Auf Bestellung sozusagen. Macht der Ring? Reaching statt Vampirismus. Na. Warte mal kurz. Nee, den müssen wir freilassen. Hm.
Ach, ist das schön, wenn man einfach beim Laufen regeneriert. Nein, kriegen wir jetzt eine Questbelohnung? Jo, das ist die Questbelohnung. Ja, komm. Hau mal mit rein. Und dann runsacken wir das mal. Auf Englisch heißt es Runsack Village. Das ist deutlich interessanter als besuchtes Dorf. What the hell? Okay, Vampirismus, Magieschaden, Verteidigung. Das nehmen wir dann mal rein. Magieschaden und Regen? Ja, komm. Es gibt mir ein paar Steine. Damn. Ich brauche noch immer 5 von den Teilen hier. Von den Felsen heißen die, nicht Steine. Ups. Ja, weich halt noch öfter aus. Kackbratze. Deutlich mehr Schaden, aber weniger Regen pro Sekunde. Wir nehmen den Schaden mit rein. Ja. Also bei den Schilden haben wir auch unsere Probleme so ein bisschen, ne? Da haben wir nur Verteidigung. Ausschließlich. Und ich glaube, das hier dämme ich ein. Das hat uns das letzte Mal ein bisschen zu Fall gebracht. Ganz dezent. Ganz dezent. Komm, hau den Magieschaden aus. Der Loop fühlt sich lang. Ey, Felsen! Oh. Soll ich das Goblin-Lager entfernen, oder? Nein. Ich entferne das Ding hier. Nice. Na, dann entfernen wir den doch auch gleich. Alter. Spawnt der Fledermaus. Ach ja, wir sind ja in... Wir sind ja im zweiten Akt. Ich dachte mir gerade schon, wieso spawnt er denn Fledermäuse? Ah, klar. Natürlich macht er das. Sollen wir das auch gleich runsacken? Ach, ich glaube noch nicht. Noch nicht. Oh nee. Auch noch als Questding. Komm, hau als nächstes den Vampir tot. Damn. Oh! Natürlich haut er erstmal auf den Ghoul, der extra lange braucht. Ach, jeez. Hey! Das gibt Verteidigung und Magieschaden. Wir haben auch unser Level-Up. Aber ich weiß nicht, ob der Magieschaden so prickelnd ist. Allerdings machen wir jetzt schon 13 Magieschaden. Komm. Ja, warte mal. Wir gucken uns das gleich mal an beim nächsten Gegner. Starker Nachgeschmack. 1,5 Schaden für jeden benutzten Trank. Handvermesser. 0,5 mal Schleife TP für jedes angrenzende Wegesrandfeld beim Durchqueren eines Feldes oder überlegene Masse. Schaden wird um 20% des Verteidigungswerts erhöht. Dann nehmen wir das mit. Momentan würden das 3 Schaden extra. Immerhin. Den Berg können wir hier sogar noch hinklatschen. Karten über Karten. Was hast du? 10% Vampirismus dazu? Na. Muss nicht. Dann die Felsen hier hin. Noch einen Berg können wir auf jeden Fall hier hin klatschen. Den Friedhof. Alright. Wir brauchen noch ein Holzding. Wir brauchen noch ein bisschen Holz.
Das ist sozusagen unser Hauptziel momentan. Holz, Holz, Holz. Jupp, noch eine Wiese, dankeschön. Noch ein Friedhof? Ja, klar. Okay, wir bauen hier noch eine Laterne hin, einfach damit wir das Village auch jetzt runstacken können. Quest failed? Ach so, ja gut, wir haben eine Quest gekriegt, und da wir, weil wir das Dorf umgebaut haben, sozusagen, gab es eine gefailte Quest. Halb so wild. Halb so wild, möchte ich mal meinen. Okay, weniger Verteidigung, mehr Magieschaden. Jo, Magieschaden, komm her. Dann noch eine Schatz... Ach, scheiße, weil ich hier schon die Schoße da voll gebaut habe. Ja. Naja, gut. Wie viel machst du jetzt? Das sehen wir gerade nicht. Was ist das denn? Lebendes Gewebe? Okay, was ist das? Ein Stück Gewebe, das lebt, wächst und sogar altert. Allgemein eine Substanz mit einer sehr seltsamen Struktur. 10 Faserstücke bilden eine ganze Kugel der Evolution. Holy crap. Goodie. Noch eine Wiese. Friedhof. Friedhof. So. 120 TP steht jetzt hier mittlerweile. Mhm. Okay, wir haben neue Sachen gekriegt, vor allem von dem Blutgolem. 13% Vampirismus. Oder Konter und Ausweichen? Hm. Ich nehme Vampirismus mit rein. Damit wir ein bisschen recovern können. Unser Life ist momentan ein klein bisschen hinten dran, im Hintertreffen sozusagen. Sollten wir im Auge behalten. Noch ein Friedhof? Okay, wenn wir die Dörfer geklärt haben, dann gibt es ein extra starkes Dorf, das heilt besonders viel. Aber erstmal die Dörfer klären, ne? Oh, was macht der Ring Schönes? Mehr Regeneration, das nehme ich auf jeden Fall. Ich könnte etwas wegspülen, muss noch nicht sein. Ich glaube, bei dem Dorf hier sind wir zum zweiten Mal. Das heißt, einmal noch und wir kriegen ordentlich was. Oh, Vampirismus extra krass. Nice. Also wenn du Vampirismus richtig hoch kriegst, dann ist das sehr nice, 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 nice. Okay, dann haben wir hier noch eine Wiese, dankeschön. Ah, noch eine Laterne brauchen wir hier unten eigentlich nicht. Ich glaube, wir stellen hier aber mal eine hin. Provisorisch. Hat der nicht mehr gehittet. Ah ja. Ein brüchiges Skelett ist dabei rausgekommen. Mhm. Er leidet 90% weniger Schaden durch Fernkämpfer. Also Fernkämpfer gibt es scheinbar auch noch. Ah, den Vampirismus hätte ich schon gerne dabei. Noch ein Vampirschloss? Nein, nein, lass mal, erstmal. Mehr Verteidigung. Ein bisschen weniger Regeneration. Hm. Mit. Was ist das? Versinken. Begibt sich nach je 2 Angriffen unter die Erde, kann nicht anvisiert werden. Naja, gut. Dann halt erstmal die Kiste. Wow, da ist ordentlich was rausgekommen. Wir hätten hier Ausweichen und Vampirismus. Ah, das ist schlechter als das, was wir haben. Ja, und der Rest ist auch ein bisschen crappig. Wir bräuchten mal eine angemessene Waffe mit ein bisschen Werten drauf.
Weniger Vampirismus, aber dafür Konter mit drauf. Ja, komm. Oh, die Kackwaffen, ey. Aber unser Life sieht wieder halbwegs gut aus. Endlich kommt eine neue Waffe. Macht mehr Schaden, gibt auch ein bisschen Rundumschaden, immerhin. Ist immer noch nicht erlöst. Damn. Okay, nochmal mehr Schaden und Angriffstempo. Schnieke. Da unten ist das heftige Schlachtfeld vom Dienst. Also, er hält auf jeden Fall deutlich mehr aus als unser Schurke vorher. Ich muss auch langsam mal die Dinge hier öffnen, oder? Ja, ich glaube, die nächsten Felsen, die wir kriegen. Nice. Ach, das ist nach Loot und nicht nach Besuchen. Okay, Land des Grafen. Das Dorf gedeiht unter dem Schutz des Vampirs und seine Bewohner sind sehr großzügig. Halt beim Betreten 115 TP. Das ist doch astrein. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was hinkriegen. Es wird Zeit, dass wir diese Schatzkammern öffnen. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Holz für den Friedhof-Upgrade im Camp. Den Hain nehmen wir dann noch mit hier dazu. Warum wackelt der so? Noch eine Schatzkammer. Echt jetzt? Die lasse ich jetzt erstmal. Die lasse ich erstmal außen vor. Aber warte mal. 12% ausweichen. Gib mir. Hey, hat sich schon mal gelohnt. Gleich mal ausgewichen. Dann hätten wir noch. Der Held lässt 10% seiner Funde im Lager. Ah. Weiß nicht. Wenn deine TP unter 30% fallen, wird deine Regeneration verdoppelt. Muss nicht sein. Oh. Naja. Dann nehmen wir doch den Nachschub. Alter, wie... Gut, dann klatschen wir die Schatzkammern halt da unten hin. Ja. Also manchmal kriegst du Scheiße, die du nicht brauchst. Haben wir jeden Chrono? Nein, hier oben gibt es noch ein bisschen was für die Wiesen. Was macht eigentlich der Ring hier? Regen. Statt Vampirismus? Dann hätten wir null Vampirismus. Ach, ich weiß nicht. Also momentan geht das eigentlich hier mit unserer Life. Ach ja, und der frisst Leichen und heilt sich damit. Halt hier oben. Nice. Dann machen wir den hier auch gleich fertig. Was heißt fertig? Dann fangen wir den auch mal an. Sagen wir mal so. Nochmal ausweichen dazu. 20% ausweichen. Ja, komm. Ja. Oh, da oben sind einige Goblins. Oh, 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 oh. Da sollte ich vielleicht noch eine Laterne hinklatschen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Noch ein Bluthain. Dann bleibt das wenigstens hier bei 3 und das Ding ist aktiviert. Komm, gehen wir hier mal einen Friedhof dazu. Den Bluthain brauchen wir nicht. Ah, warte mal, ich habe ein Oblivion-Dings.
Ja komm, dann lass uns den doch gleich mal wegmachen. Dann spawnen wenigstens keine Goblins mehr. Dann hätte ich mir die Laterne auch sparen können. Aber das, naja, passt schon. Schild mit Vampirismus wahrscheinlich. Yo. 25% Vampirismus. Schnieke. Haben wir noch was mit Vampirismus hier irgendwo? Nope. Wiesen gibt es hier auch noch ein bisschen was als Bonus. Okay. Ja, wir sind bei 1100 TP. Das ist nicht schlecht. Da wäre Konter noch mit drauf. Nee, lass mal. Da ist auch Konter mit drauf. Nee. Und ausweichen, ja. Das ist aber nice. Immer wenn der sich vergräbt, greifen wir zwar kurz die Kiste an, aber sobald er oben ist, greifen wir ihn wieder an. Nicht verkehrt. Angriffstempo, Gedöns. Ja, die Scheiße ist irrelevant. Das ist eins mit Vampirismus, oder? Ein bisschen weniger Schaden. Ja. Komm, wir nehmen das trotzdem mit rein. 35% Vampirismus. Das kann uns am Leben halten. Ausweichen bleibt. Mehr Angriffstempo, aber weniger Max-TP. Nehmen wir in Kauf. Skelette. Oh, Vampirismus. 52%. Oh ja. Die Hälfte, was wir an Schaden austeilen, kriegen wir wieder mit Vampirgedöns rein. Und dann sind mir die 10 hier auch egal. Deutlich mehr Schaden machen ist nicht falsch. Okay. Was sind, ist denn diese Flagge hier? Ermutigung. Okay. Ja, ich hasse das, wenn die ihre Scheiße boosten. Aber mit Scheiße meine ich natürlich Angriffskraft. Den. Warte mal, das ist generell besser? Ne, da haben wir keinen Vampirismus mehr mit drauf. Ah, aber mehr Magieschaden und. Komm, dann nehmen wir das mit. Unser Vampirismus sinkt wieder auf 34. Aber wir machen auf jeden Fall mehr Damage. Da würden wir Ausweichen wieder zukriegen. Ja. Ne, das passt so. Die Felsen. Und Chronokristalle. Okay, wir setzen den erstmal hier hin und die Felsen da nach unten. Na, klasse. Klasse! Komm, noch eine Laterne hier hin, da noch ein Felsen dazu. Okay, wir sind wieder voll geheilt. Oh nein! Ich habe gerade was Böses gesehen. Unser Questziel. Oh ja. Weniger Magieschaden, aber ich glaube an sich deutlich mehr Schaden. Oh, das ist unser Questziel. Alter Lachs. Wie viel Life hat der denn jetzt? 746. Ist klar. Aber der droppt auch gut.
Was hätten wir hier Schönes? Angriffstempo und Konter, aber noch weniger Vampirismus für uns. Uff. Nee, den Vampirismus muss ich mir aufheben, schon was. Den muss ich mir fast aufheben. Noch einen Hain? Ja, komm, lass hier ihn klatschen. Da wäre es vielleicht auch gut, mal bei den Dingern eine Laterne hinzubauen. Mehr Verteidigung und Reachen. Ja komm, 3-6 Reachen ist nicht schlecht. Da hätten wir wieder Vampirismus mit drauf. Hm, muss nicht sein. Hey, noch ein Dorf. Das schmeißen wir jetzt erstmal hier hin. Einfach nur, um geheilt zu werden. Könnte unser Leben mit einer Quest schwieriger gestalten, aber wir hoffen es einfach mal nicht. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich die... Moment, haben wir denn schon Weizenfelder? Ich dachte, wir hätten die schon irgendwie freigeschaltet. Mit denen warte ich jetzt erstmal. Ich möchte noch mehr Schatzkammern auf die Hand kriegen, wenn das geht. Warte mal, die Axt, ist die besser als was wir haben? Nein. Komm, gib mir eine Schatzkammer. Oh, hau doch den Vampir weiter. Ich will keine Chronokristalle mehr. Noch ein Dorf. Ups. Ja, komm, dann hau ich hier voll. Was macht der Ring hier besser? Ah, nicht wirklich was. Dann lassen wir den. Fast halber Schaden. Ah, nee. Ja, so ein Level 8-Ding ist schon heftig. Weniger Schaden, aber dafür saugen wir wieder. Oder wieder mehr. Ich glaube, das passt so. Extra Verteidigung, aber keine Regen mehr. Ja, weniger Schaden kassieren. Gib mir Schatzkammern und wir haben den Mimik geweckt. Ast rein. Nur doch mal wieder Zeit. Hatten wir schon lange nicht mehr. Schon wieder ein Chrono. Da wäre wieder Regen mit drauf, ne? Und extra Magieschaden. Jupp, nehmen wir auch, wenn da eine Stufe weniger ist. Sind schon fast bei einer halben Stunde wieder. Das da oben macht mir ein bisschen Angst mit dem... bei den Hainen. Oh! Da waren wir gerade irgendwie gefesselt. Jetzt habe ich das Schleimmeister gelesen. Schildmeister, 10% Chance, das Ziel bei einem Treffer für eine Sekunde zu betäuben. Das ist heiß. Rüstung wird nach jeder Schleife um 1 erhöht. Das ist, glaube ich... Ich glaube nicht, dass das nachträglich gilt. Komm, 10% Chance, den Gegner bei einem Treffer zu betäuben. Für eine ganze Sekunde lang. Extra Verteidigung. Genauso viel Verteidigung wie das Schild, was wir jetzt gerade haben. Der Schild. Das da ist heftig. Wir sollten... ein bisschen was verbauen hier.
Oh, ich hätte auch natürlich auch die Wiesen aufwecken können. Aufwecken, das ist auch ein Wort, ne? Hier kann ich das sogar noch hinbauen, ohne dass ich Probleme dafür, davon bekomme. Noch ein Schlachtfeld. Ja, komm. Langsam wird's aber Zeit für den Boss zum Spawnen, huh? Sollen wir den gleich reinspawnen? Ja, komm. Wir spawnen den Boss. Okay. Den gucken wir uns an, auch wenn wir höchstwahrscheinlich drauf gehen. Noch ein bisschen Rundumschaden? Nee, das würde uns zu viel Vampirismus kosten. Felsen und Laterne. Mhm. Okay, noch eine Wiese, danke schön. Die Laterne bauen wir uns mal hier hin. Bringt nichts. Okay. Das Dorf können wir uns aber noch vor den Boss klatschen. Wir bauen einfach alles voll. Oh. Eine heftige Axt. Macht weniger Schaden. Nee, den lassen wir auch weg. Noch ein Berg, hey. Dann machen wir, wo sind wir? Da sind wir. Hier noch einen Hain hin für extra Holz. Oh ja. Noch ein paar Wiesen. Nice, was kriegen wir hier noch Schönes? Ah, das ist schön, wenn hier alles voll gespammt wird mit dem Scheiß, den wir hier rauskriegen. Okay, werden hier Verteidigung, Konter, Region ausweichen. Angriff. Oh, Region pro Sekunde noch ein bisschen mehr. Ja, komm, gib mal. Und mit den Felsen können wir den dann hier noch aufmachen. Danke. Da können wir was vergessen. Brauchen wir aber nicht. Ah. Halt, hier ist noch ein Chronokristall. Danke. Noch mehr von dem Zeug. Okay. Wer bist du denn? Wow, die sieht auch richtig nice gemacht aus, ne? Ich finde das Design, solche Sachen hier, echt schnieke. Egal, ob es jetzt der Vampir war oder auch dieser Boss. Okay. Könntest du bitte aufhören? Du bist also verantwortlich für dieses ganze Chaos. Aufhören womit? Aufhören, all das zu tun. Dich zu widersetzen. Für die alte Welt zu kämpfen. Er wird ohnehin alles auslöschen. Tut mir leid, aber so muss es laufen. Also wieder ein geheimnisvoller Er. Ich nehme an, du wirst mir nicht erklären, von wem du redest. Warum sollte ich nicht? Ich rede von Gott. Er hat eine Unzahl von Sternen erschaffen, Galaxien und... Ach, was sag ich denn da? Er hat alles erschaffen. Und jetzt zerstört er seine Schöpfung. Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Und glaub mir, ich habe viel Bullshit gehört. Warum sollte Gott die Welt zerstören wollen? Sowas wird allgemein als alberne Frage bezeichnet. Meinst du, wir haben ein Recht, Gottes Beweggründe zu erörtern? Er ist Gott, um Gottes Willen. Wenn er es entschieden hat, dann muss es getan werden. Denn dann hat es einen Grund und eine Bedeutung. Statt ihm deinem Wut und deinen Ärger zu zeigen, solltest du ihm für das Leben danken, das du hattest und dich in der verbleibenden Zeit vom Universum verabschieden. Nein! Warte! Das stimmt nicht. Wenn das alles wahr ist, warum kann ich mich dann noch widersetzen? Warum bin ich in der Lage, die Welt Stück für Stück wiederherzustellen? Es geht sehr langsam, aber es geht. Heißt das, dass dein Gott es sich anders überlegt? Oder ist er überhaupt ein Gott, wenn ich gegen seinen Willen handeln kann? Ach, das sind doch bloß leere Worte. Du versuchst nur, einen Grund zu finden, um dein unbedeutendes Nein auszusprechen. Hm.
Du tust mir leid, ebenso wie diese Welt. Doch deine Bemühungen sind aussichtslos. Gottes mähende Sense lässt sich nicht mit einem einzelnen Grashalm aufhalten. Kommt drauf an. Wenn der Grashalm aus einem harten Material ist und die Sense zerstört, dann bin ich gerne der Grashalm. Ich werde deinem Treiben persönlich ein Ende setzen. Durch Worte oder, falls nötig, mit Gewalt. Naja, vielleicht hält ein Grashalm keine Sense auf, aber er kann einem in den Schuh geraten und wehtun. Weißt du, Metaphern sind nicht so mein Ding. Lass uns sehen, ob dein Gott dich wirklich beschützt. Okay, was haben wir hier? Da steht eine 100 bei ihr. Okay. Sie hat fast 1200 TP, macht 130 Schaden. Na, jede halbe Sekunde greift sie an. Lebendig hat eine Seele. Wille des Himmels! Beschwört einen Engel, statt anzugreifen. Und dieser verschwindet, wenn er zweimal angegriffen hat. Ikonostase erzeugt statt jedes zweiten Angriffs 5 Buntglasfenster. 20% Chance, von einem der Fenster geschützt zu werden. Ah, 100% Chance, von einem Buntglasfenster geschützt zu werden, weil momentan 5 da sind. Ja. Und wir hauen zuerst auf die Fenster drauf. Kann ich hier nicht einfach vergessen auf... Nee. Moment. Hatten wir... Es sieht so aus. Es sieht so aus, als würden die Fenster mit einem Schlag kaputt gehen. Ach, aber wir haben Rundumschaden 4. Das heißt, der Rundumschaden triggert die Schilde oder die Buntglasfenster nicht. Na gut, dann müssen wir da nicht noch extra rein. Aber es sieht nicht so gut aus für uns. Vor allem, wenn wir immer nur 40% Chance haben, ihn zu treffen und dann kommen gleich wieder die Fenster und die Engel greifen zweimal an. Also ich glaube, wir nippeln ein klein bisschen ab. Ich glaube, Angriffsgeschwindigkeit ist in dem Kampf nicht verkehrt. Haben wir da noch was? Wir hätten ein bisschen was mit Konter. Kontern wir dann direkt? Na gut, Konter bringt uns nichts eigentlich. Angriffsgeschwindigkeit wäre nicht verkehrt. Angriffsgeschwindigkeit. Nö, haben wir gar nichts. Schade, schade. Können wir noch rauslaufen, bitte? Ja, und der Engel hat uns umgebracht. Haben wir genug Holz? Ja, wir behalten 6 Holz. Nice. Wieso behalten wir denn eigentlich 6 Holz? Ich behalte 30% der gefundenen Ressourcen. Wir haben aber nur... Hä? Ach, weil wir vielleicht was eingelagert haben, das kann sein. Alright. Schön, den Boss gesehen zu haben. Wir bauen den Friedhof. Alter, wer ist er denn? Vielen Dank. Das ist ein schöner Ort, ruhig. Es gibt ein paar Leute, aber stille. Sie sehen ein bisschen düster aus, doch sie können einen viel erzählen, wenn man zuhören kann. Ja, verrückter Mongo. Wollen wir als nächstes dann das Vorratsdepot machen? Schalte die Funktion Ausstatten frei, das wäre nice. Ab sofort kannst du nützliche Artefakte für die Leute finden. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel. Also Holz und Waffen wegfallen lassen. Ich glaube, ich mache zwischendrin jetzt einen Run offscreen und farme die zwei Sachen. Und gehe dafür in den ersten Dings. Und ich setze mich ein bisschen mehr mit ihm hier auseinander. Einfach weil wir auch dadurch, glaube ich, mehr Equipment bekommen. Und... Ja. Das war's eigentlich. Jedenfalls werde ich das off-cam machen. Wir sehen uns nächste Folge, wenn ich wieder hier im Lager bin. Dann bauen wir uns gemeinsam das Depot auf. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.